Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an unserem heutigen Webinar. Es ist bereits unser drittes Webinar der Rechtswebinarserie. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit genommen haben, um an unserem Webinar teilzunehmen. Heute haben wir die Möglichkeit, uns mit einem äußerst spannenden Thema auseinanderzusetzen, das geistige Eigentum. In den nächsten Minuten wird die Rechtsexpertin Frau Prof. Dr. Arse Oos der Rechtsanwaltskanzlei Arse Oos Law Firm uns alle interessanten Informationen über dieses Thema geben. Vor Ort möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir als Außenwirtschaftscenter Istanbul Sie auch bei allen Ihren rechtlichen Angelegenheiten unterstützen, seien es Forderungsangelegenheiten, Interventionen, Unterstützung bei Vertragsbedingungen etc. Wir sind bei allen Ihren Anliegen jederzeit für Sie da. Bevor wir starten, möchte ich noch einige praktische Informationen geben. Bitte nutzen Sie die Chat-Funktion, um Ihre Fragen zu stellen. Und nach dem Webinar werden wir Ihnen noch einen Link zukommen lassen, wo Sie noch die Präsentation finden können und ein Video zu unserem Webinar. Jetzt möchte ich das Wort an die Rechtsexpertin weitergeben, Frau Arse Oos. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Arse Oos. Ich bin die Leiterin des Zentrums für Forschungs- und Anwendung geistiger und gewerblicher Rechte an der Universität Ankara. Zugleich bin ich als praktizierende Anwältin tätig mit Fachkenntnissen im geistigen Eigentumsrecht. Ich möchte dem österreichischen Staatssekretariat für Wirtschaft, Präsidenten Herr Lackner, für die Organisation dieses Treffens und allen Mitarbeitern, insbesondere Neil Kainak, für ihren Einsatz danken. Heute möchte ich Sie gerne über die gewerblichen Rechtsschutze in der Türkei informieren. Für gewerbliche Schutzrechte gibt es besonders Gesetz, das seit dem 22. Dezember 2016 in Kraft ist. Zuerst ein paar einführende Worte über den Gesetzgebungshintergrund. Das türkische Patentinstitut wurde im Jahr 1994 im Rahmen des Bewerbungsprozesses zur Zollunion der EU mit dem Ziel der Harmonisierung der Wirtschaft und des Handels als eine neue öffentliche Einrichtung mit einem speziellen Budget gegründet und an das Ministerium für Wissenschaft, Industrie und Technologie angegliedert. Seine Ziele waren der Schutz der geistigen sowie gewerblichen Eigentumsrechte, zum Beispiel Marken, geografische Herkunftsangaben, Designs, Gebrauchsmuster und integrierte Topografie. Die Sensibilisierung der Gesellschaft für die Rechte im Rahmen der Harmonisierung der Wirtschaft und des Handels zwischen der EU und der Türkei. Zunächst möchte ich die Marke ansprechen. Das erste Buch des Gesetzes regelt die Marke. Ein Großteil der Verordnung mit Gesetzeskraft zu Marken wurde in das Gesetz übernommen. Nichtsdestotrotz lassen sich auch Unterschiede festhalten. Artikel 4 des Gesetzes definiert die Marke als alle Zeichen, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, Abbildungen, Farben, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, die Form einer Ware oder ihrer Verpackung, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Ich entschuldige mich, also ich habe etwas Probleme mit den Slides. Okay, jetzt ist das vielleicht besser. Ja. Nächste Slide? Nein. Moment mal. Ja, ich möchte ganz voll die Seite sehen, deswegen das ist das Problem. Also, nicht die nächste, aber... Letzte Slide, bitte. Okay.
Okay, das ist gut. Ja, vielen Dank. Okay, die wichtigste Gesetzesänderung dieses Artikels ist, dass von nun an Farben oder Hörzeichen auch unter den Schutz der Marke fallen. Darüber hinaus können alle Aufmachungen, die zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen herangezogen werden können, als Marke qualifiziert werden. Wenn ein Antrag auf Eintragung einer Marke erfolgt, prüft das türkische Patentinstitut, ob dieses Zeichen eintragungsfähig ist. Die Zeichen, die nicht zur Differenzierung von Marken herangezogen werden können, werden sofort abgelehnt. Okay. Okay, insbesondere werden die gerade angeführten Kriterien zur Ablegung eines Eintragungs herangezogen. Beschreibende Zeichen. Nächste Slide, bitte. Nächste Slide. Beschreibende Zeichen, ja. Warum haben wir das nicht dabei? Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen. Ein Beispiel, Sızma, kalt gepresstes Olivenöl. Das stellt die Bezeichnung für eine Art von Olivenöl dar. Nur als Sızma kann die Marke nicht eingetragen werden, da sie im Handel als geläufige Bezeichnung verwendet wird. Aber zum Beispiel X Sızma ist als Begriff als eintragungsfähig. Ein beschreibendes Zeichen kann jedoch für Waren oder Dienstleistungen einer anderen Gattung eingetragen werden. Zum Beispiel Apple Computers und Diesel Jeans sind Beispiele dafür. Jedoch ist es auch möglich, dass sich eine Marke im Handel derart etabliert hat, dass sie einen unverwechselbaren Charakter erhalten hat. Gleiche oder ähnliche Marken. Die Eintragung von Marken, die einer vorher eingetragenen Marke zum Verwechseln ähneln oder identisch sind und somit jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wird abgelehnt. Diese Prüfung der Ähnlichkeit erfolgt im Rahmen der Klassifikation. Wenn ein Zeichen in einer anderen Kategorie eingetragen werden soll, kann dieses eingetragen werden, solange es nicht einer anderen bekannten Marke ähnelt. Ein Beispiel, das Wort Grill, türkisch für klar, kann nicht für eine Kategorie von Reinigungsmitteln eingetragen werden, da es der Marke Grill zum Verwechseln ähnlich ist. Jedoch kann Gökyüzü Patisserie eingetragen werden, obwohl es eine Gökyüzü Textilmarke gibt, da diese beide Marken unterschiedliche Güter beschreiben. Dieses Prinzip ist aber nicht auf die Mavi Jeans übertragbar, denn die Mavi Jeans ist eine bekannte Marke. Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Namen bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Unterscheidung bestimmter Gruppen von Arbeitskräften, Fachmännern oder Kaufmännern verwendet werden, können nicht eingetragen werden. Zum Beispiel kann das Wort Banka, türkisch für Bank, nicht für eine Bank oder ein Finanzinstitut eingetragen werden. Dasselbe gilt für das Wort Parfüm, türkisch für Parfüm, wenn es darum geht, als Duft eingetragen zu werden. Allerdings ist es auch möglich, dass eine Marke im Handel für so lange Zeit in Gebrauch ist, dass sie eine Unterscheidungskraft erlangt. Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Wenn also eine Ware in einer bestimmten Form produziert werden muss, um richtig zu funktionieren.
Zum Beispiel in der Form eines Films für analoge Kameras oder eines Autoreifens kann sie nicht eingetragen und monopolisiert werden. Marken, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art und Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, können nicht als Marke eingetragen werden. Ein Gerichtsurteil zu Seiten der früheren Markengesetzes lehnte die Eintragung des Wortes, deutschen Wortes, Hettiter für einen in der Türkei produzierten Wein als Marke ab. Das Gericht hielt fest, dass das deutsche Wort Hettiter dazu geeignet ist, die Öffentlichkeit über den Produktionsort des türkischen Weines zu täuschen, indem durch einen deutschen Namen eine deutsche Produktion suggeriert wird. Marken, die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen enthalten sowie Embleme oder Abzeichen von besonderem öffentlichem Interesse können nicht eingetragen werden. Ich glaube, wir brauchen die nächste Slide, bitte. Ich kann irgendwie nicht dazu bewegen. Okay. Marken, die Wappen, Flaggen oder die andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten und deren Benutzung von den zuständigen Behörden, zum Beispiel wie OECD, NATO, WIPO, nicht zugelassen wurde und die von besonderem historischem und kulturellem öffentlichen Interesse sind, können nicht eingetragen werden. Beispielhaft können angeführt werden die Hagia Sophia, die Selimiye Moschee, Porträts von zum Beispiel Fatih Sultan Mehmet können nicht eingetragen werden, da sie das gemeinsame Eigentum der Nation ist. Ich versuche, also Sie so bewegen die Slides, aber irgendwie, okay. Marken, die religiöse Symbole und Werte enthalten, sowie gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßende Marken, können nicht eingetragen werden. Zum Beispiel wurde die Eintragung des Wortes Millet Nation für ein Reinigungsmittel und des Wortes Mebusan, Abgeordneter auf Türkisch, für einen Wein abgelehnt. Eine Eintragung dieser Wörter für diese Waren hätte den nationalen Stolz der Türken verletzt. Marken, die aus eingetragenen geografischen Herkunftsangaben bestehen oder diese enthalten, nächste Slide bitte, können nicht eingetragen werden, da sie der Region selbst angehören, wie zum Beispiel der Begriff Siirt-Perde-Pilavı. Ein Eintrag auf Eintragung kann nach Absatz 1 Buchstabe P des Artikels nicht abgelehnt werden, wenn der Antragsteller eine notariell begläubigte Zustimmung des vorherigen Markeneigentümers dem türkischen Patentinstitut vorlegt. Allerdings möchte ich selbst bewegen können, deswegen versuche ich nochmal in Ordnung zu bringen diese Slides. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht, Eser Hanım, mir helfen? Zustimmung des Markeninhabers haben wir schon erzählt, aber ich glaube, da waren wir. Nein, Zustimmung. Okay, Einwände. Okay. Jetzt Einwände gegen die Eintragung. Vielleicht können wir etwas erzählen. Okay, über diese Ablehnungsgründe, was ich erzählt habe, können auch nach der Veröffentlichung der Eintragung Einwände gegen die Eintragung erhoben werden. Die Eintragung einer Marke kann verhindert bzw. gelöscht werden, wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeitraum identisch ist. Bitte nächste Slide. Und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind.
Für die, die Marke mit älteren Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Marke ohne Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist. Nächste Slide. Der Inhaber einer früher eingetragenen Marke, eines Zeichens oder einer geschäftlichen Bezeichnung, die jetzt nicht mehr eingetragen ist, Einspruch gegen die Eintragung einlegt oder die Löschung beantragt. Die mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Land bekannte Marke handelt. Wenn die Marke, den Namen, das Bild, das Urheberrecht oder die gewerblichen Schutzrechte Dritter enthält. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das durch das neue Gesetz geschaffene Verfahren durch die Erweiterung der Zahl der eintragungsfähigen Zeichen sowie durch die verkürzte Zeit der Veröffentlichung, welche von 3 auf 2 Monate reduziert wurde, der Markeninhabern den Gebrauch der Marke vereinfacht. Eine Marke wird für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Tag der Eintragung geschützt. Die Eintragung kann für weitere 10 Jahre verlängert werden. Der Unterschied liegt darin, der Marke von den anderen gewerblichen Schutzrechten. Falls diese Laufzeit nicht verlängert wird, wird die Marke immer noch nach Ablauf der ersten 10-Jahresfrist für weitere 2 Jahre geschützt. Nächste Slide bitte. Nutzungspflicht, über Nutzungspflicht müssen wir einiges sagen. Um eine effizientere Nutzung von Marken zu gewährleisten und die Eintragung von Marken zu verhindern, deren Nutzung tatsächlich nicht beabsichtigt ist und unberechtigte Einsprüche zu vermeiden, muss der Eintragung widersprechende Partei Dokumente vorlegen, die die Verwendung dieser Zeichen belegen. Nächste Slide bitte. Ich möchte nicht sofort die nächste Slide sagen, ich möchte selbst bewältigen, aber das geht irgendwie nicht. Zum Schluss möchte ich einiges sagen. Insgesamt wird durch das neue Gesetz der Eintragungsprozess für Marken verkürzt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neue Gesetz geschaffene Verfahren durch die Erweiterung der Zahl der eintragungsfähigen Zeichen sowie durch die verkürzte Zeit der Veröffentlichung, welche von 3 auf 2 Monate reduziert wurde, den Markeninhabern den Gebrauch der Marke vereinfacht. Okay. Nun möchte ich kurz geografische Herkunftsangaben ansprechen. Im 2. Buch des Gesetzes geografische Herkunftsangaben geregelt. Neben dem Preis orientiert sich ein Verbraucher bei der Wahl einer Ware oder einer Dienstleistung an der Qualität, Reputation und der geografischen Herkunft. Zum Beispiel würde ein Verbraucher Malatya-Aprikosen, Amasya-Äpfel, Çorum-Kichererbsen anderen Produkten vorziehen. Der Verbraucher verbindet aufgrund der geografischen Herkunft besondere Eigenschaften und eine bestimmte Qualität mit der Ware. Der Schutz der geografischen Herkunft erfolgte erstmal in Frankreich. Diese Praxis wurde vor allem als Anforderung der Agrarpolitik initiiert. In ländlichen Gebieten sollten landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie handwerkliche Produkte geschützt und die Qualität der Produkte, die in einer bestimmten geografischen Region einheimisch sind, erhalten werden. Sinn und Zweck der geografischen Herkunftsangaben ist somit die Förderung der indigenen Produkte und der Schutz der lokalen Wirtschaft.
Da es sich bei der Türkei um ein Agrarland handelt, ist der Schutz geografischer Herkunftsangaben von besonderer Bedeutung. Artikel 33 des neuen Gesetzes zählt abschließend alle Produkte auf, die als geografische Herkunftsangaben klassifiziert werden können. Als geografische Herkunftsangaben können daher nur eingetragen werden Naturprodukte, Agrarerzeugnisse, Bodenschätze, Handwerksprodukte, industrielle Produkte. Geografische Angaben werden nach der Quelle, die sich benennen, in zwei Kategorien eingeteilt. Die sind Ursprungsbezeichnungen und Herkunftsangaben. Beispiele hierfür sind Trabzon Butter, Bordeaux Wein, Antep Kütahya, Kayseri Knoblauchwurst, Kemlik Oliv, Akşehir Kirche, Anamur Banane zum Beispiel. Während sich die Herkunftsangaben ausschließlich auf die Produktquelle beziehen, bezeichnen Ursprungsbezeichnungen auch charakteristische menschliche Eigenschaften und Faktoren. Beispiele dafür sind Trabzonbrot, Antep Baklava, Adana Kebab, Hereke Tepih. Das neue Gesetz sieht auch auf den Schutz der traditionellen Produkte ab. Artikel 34 Absatz 3 des Gesetzes definiert den Begriff der traditionellen Produkte. Demnach sind die Namen traditioneller Produkte aller Bezeichnungen, die nicht unter den Begriff der Ursprungsbezeichnungen oder Herkunftsangaben fallen, mindestens seit 30 Jahren, allerdings sehr kurz, im Geschäftsverkehr traditionell verwendet werden und mindestens eine der unten aufgeführten Bedingungen erfüllen. Es muss entweder aus einer traditionellen Produktion, einem traditionellen Bearbeitungsprozess oder einer traditionellen Zusammensetzung entstanden sein oder aus traditionellen Rohstoffen hergestellt werden. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die Destillation von Likör, Fermentation von Käse oder die Bratart für Adana Kebab. Antragsteller können sein Produzentengruppen, Hersteller, Verbände, die das gleiche Produkt herstellen oder bei nur einer Person dieser Einzelproduzent. Auch die Bestimmungen über die Kontrollmechanismus wurden erneuert. Der Antragsteller ist verpflichtet, jährlich einen Bericht vorzulegen. In Bezug auf Designs möchte ich auf Folgendes hinweisen. Aber nächstes Slide brauche ich. Ich kann nicht bewegen. Okay, Designs. Designs werden im dritten Buch des Gesetzes geregelt. Designs decken jeden Aspekt unseres Lebens ab. Stühle, auf denen wir sitzen, Mobiltelefon in unseren Händen, Kleider, die wir tragen, sowie Autos, die wir fahren, sind alles Ausflüsse von Designs. Das Design wird geprägt durch die Linien, die Farben, die Gestalt, die Formen, die Materialien, die Oberflächenstruktur oder andere Merkmale des gesamten oder eines Teils eines Produktes oder seiner Versiegelung. Damit das Design unter den gesetzlichen Schutz fällt, muss es innovativ sein und einen individuellen, sich von früheren Designs abgrenzenden Charakter haben. Der Ausdruck Industriedesign in der früheren Regelung wird in dem neuen Gesetz durch den allgemeineren Begriff das Design ersetzt. Durch diesen weiteren Begriff wird jede Art von Design unter Schutz gestellt. Darüber hinaus fallen nicht eingetragene Designs, die so erst in der Türkei der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, unter den Schutz des neuen Gesetzes für 3 Jahre. Hinaus sind folgende Neuerungen erwähnenswert. Anträge auf Eintragung von Designs, die gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen, sind durch das türkische Patentinstitut vom Amtes wegen zurückzuweisen. Anträge auf Eintragung von Designs, die nicht innovativ sind, werden von Amtes wegen abgelehnt. Die Zeitraum für die Veröffentlichung der Eintragung neuer Designs wird von 6 auf 3 Monate verkürzt. Das bedeutet ja einen schnelleren Prozess für die Eintragung. Latente Teile eines komplexen Produkts werden im Einklang mit EU-Recht aus dem Schutzbereich ausgenommen.
nach einer vom Ministerium für Wissenschaft, Industrie und Technologie veröffentlichten Liste werden komplexe Produkte, die verbessert werden sollen, einem dreijährigen Schutz unterstellt. Eingetragene Designs werden für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Tag des Eintragungsantrags geschützt. Die Schutzdauer kann für jeweils 5 Jahre bis zu einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren verlängert werden. Ausnahmsweise sieht das Gesetz einen besonderen dreijährigen Schutz für gleichwertige Produktteile vor, um diesen Industriesektor zu fördern, sowie dem Verbraucher den Zugang zu günstigen Vergleichsprodukten zu ermöglichen. Jetzt möchte ich einige Worte über Patente sprechen. Patente werden im 4. Buch des Gesetzes geregelt. Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die für den Zeitraum der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegenden Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Eine Entdeckung, die gewerblich anwendbar und neu ist, aber nicht die an eine Erfindung gestellten Kriterien erfüllt, kann als Gebrauchsmuster geschützt werden. Unter dem Begriff des Patents fallen nicht Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten, Programme für Datenverarbeitungsanlagen, literarische und künstlerische Werke, wissenschaftliche Arbeiten, ästhetische Formschöpfungen, die Wiedergabe von Informationen. Die Gesetze hat wirklich eine bedeutende Änderungen hervorgebracht. Zum Beispiel die Eintragung eines Patents ohne vorherige Prüfung wurde abgeschafft. Die Vorbereitung eines Forschungsberichtes für Anwendungen vor Gebrauchsmustern ist obligatorisch geworden. Der Prozess für die Eintragung von Patenten wird vereinfacht und der Zeitraum für eine Eintragung wird verkürzt. Also wenn wir Zeit haben, dann erzähle ich vielleicht die später. Und deswegen jetzt möchte ich darüber hinaus, wird ein Rahmen geschaffen, möchte ich erzählen, um Erfindungen zu ermutigen, die aus den Projekten hervorgehen, die von öffentlichen Institutionen unterstützt werden. Die Teilnahme an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die von öffentlichen Institutionen unterstützt werden, zu fördern. Die sind wichtigste Säle, die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen zu fördern. Ziel dieses Rahmens ist es, den Rechtsinhabern die kommerzielle Nutzung ihrer Erfindung zu gewährleisten. Nach dieser Gesetzesänderung kann der Patentinhaber seine Rechte nicht nur gerichtlich verfolgen. Innerhalb von 6 Monaten kann er gegen eine Eintragung beim Patentinstitut Einspruch einlegen. Zudem verliert er nicht automatisch sein Patent, wenn er die Zahlung des Jahresgebühr versäumt. Stattdessen steht ihm nun ein Nacherfüllungsrecht zu. Darüber hinaus wurden Regelungen in Bezug auf die Wiederherstellung seiner Rechte getroffen. Ein Patent wird für den Zeitraum von 20 Jahren geschützt, während ein Gebrauchsmuster für 10 Jahre ab dem Tag des Eintragungsantrags geschützt wird. Die Schutzdauer kann nicht verlängert werden.
Zusammenfassend möchte ich schon einiges sagen. Von nun an werden alle gewerblichen Schutzrechte in einem einzigen Gesetz geregelt. Laufzeiten, Berichte, gemeinsame Vertreter, Rechtsgeschäfte, Verletzung von gewerblichen Schutzrechten, Schadenersatz, entgangener Gewinn, die Verwirkung von Ansprüchen Personen, gegen die keine Klage erhoben werden kann, Voraussetzungen für eine Klage gegen einen unberechtigten Anspruch, die Wirksamkeit von Rechten vor der Gesetzesänderung, das zuständige Gericht, Verjährung, Voraussetzungen der Klageerhebung durch den Lizenznehmer, Anträge auf einstweilige Verfügungen, sowie ihre Wirkung, die für die Bearbeitung zuständige Personen und Zustellungen, Gebühren, Vernichtungs- und Rückanrufsprüche, die sind nunmehr in einem einzigen Gesetz geregelt und die sind im letzten Teil des Gesetzes geregelt. Deswegen möchte ich sagen, dass diese Neuregelungen die Probleme hinsichtlich der Lage und der widerrechtlichen Wahlen gelöst sowie das Zustellungsverfahren für das Patentinstitut erleichtert. Jetzt möchte ich noch einiges über die Ansprüche des Inhabers des industriellen Rechten sagen. Wenn Sie eine Marke haben, ein Patent haben oder ein Design haben, Gebrauchsmuster haben, wie Sie das in der Türkei schützen können, also insbesondere beim Gericht, wenn Sie verletzt werden sind. Erstens, Sie können einen Unterlassungsanspruch erheben. Nach der neuen Regelung des gewerblichen Rechtsschutzes kann der in seinem gewerblichen Recht verletzte Inhaber vor Gericht die Einstellung der Verletzungshandlungen verlangen. Und außerdem kann der Inhaber einen Beseitigungsanspruch erheben. Der Beseitigungsanspruch ist auf die Beseitigung eines aus der Verletzung des Rechts bestehenden und fortwährenden Störungszustandes gerichtet. Darüber hinaus kann der Inhaber den Ersatz des materiellen und immateriellen Schadens verlangen. Da die Verletzung des Rechts eine unerlaubte Handlung ist, kommt die Vorschrift des Artikel 41 türkische Obligationengesetzbuch zur Anwendung, die grundsätzlich ein Verschulden voraussetzt. Damit Sie einen Schadenersatz verlangen können, muss der Verletzer schuldhaft verhandelt haben. Über den Umfang des Schadens gelten die allgemeinen Grundsätze des Artikel 41 bis 60 türkische Obligationengesetzbuch. Sie müssen einen Schaden haben, damit Sie einen Schadenersatz erheben können, verlangen können. Andernfalls können Sie nur Unterlassungsanspruch und Beseitigungsansprüche erheben. Dann erforderlich ist ein adäquater kausaler Zusammenhang zwischen der Verletzung und dem Schaden des Markeninhabers. Artikel 151 Absatz 1 gewerblichen Rechtsschutz regelt, dass dem Inhaber entstandene Schaden nicht nur in Höhe des tatsächlichen Verlusts besteht, sondern auch den aufgrund der Verletzung des Rechts entgangenen Gewinn umfasst. Der tatsächliche Schaden ist getrennt nach Artikel 42 türkische Obligationengesetzbuch zu verlangen. Ersatz des tatsächlichen Schadens, zum Beispiel Marktverwirrungsschaden, Abmahnkosten, wenn Sie eine Abmahnung gesendet haben oder wenn zum Beispiel Ihre Marke in dem Markt irgendwie ihre Wert verloren hat, Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr, Herausgabe des Gewinns durch die verletzende Partei können Sie verlangen. Nächste Slide. Okay.
Ja, gemäß Artikel 195 Absatz 2 gewerblichen Rechtsschutz gilt die dreifache Schadensberechnungsmethode nur für den entgangenen Gewinn. Dementsprechend kann der Schutzrechtsinhaber vom Gericht Berechnungen nach einer der folgenden Möglichkeiten zur Ermittlung des entgangenen Gewinns verlangen. Berechnung auf Basis des möglichen Einkommens, das der Markenrechtsinhaber hätte erzielen können, wenn es keine Konkurrenz durch den Marktverletzer gegeben hätte. Berechnung basierend auf dem Nettogewinn, den der Markenverletzer auf diese Weise erzielt. Berechnung auf Basis des Preises, den der Verletzer zahlen musste, wenn der Markenverletzer diese Marke rechtmäßig mit einem Lizenzvertrag genutzt hätte, wenn sie einen Lizenz gegeben hätten, zum Beispiel. Der Anspruch des Inhabers auf Ersatz des immateriellen Schadens ist in Artikel 150 Absatz 1 gewerblichen Rechtsschutz geregelt. Zum jeweiligen Inhalt und Umfang dieses Anspruchs müssen Artikel 49 türkische Obligationengesetzbuch und Artikel 58 Absatz 1 türkische Handelsgesetzbuch herangezogen werden. Nach diesen Vorschriften kann der Verletzte einen Geldersatz für immateriellen Schaden bei Verletzungen seiner Persönlichkeitsrechte verlangen. Artikel 58 Absatz 1 türkische Handelsgesetzbuch ermöglicht dem Rechtsinhaber im Falle der Verletzung seiner wirtschaftlichen Persönlichkeitsrechte durch unlauteren Wettbewerb einen Geldersatz für den immateriellen Schaden zu fordern. Das heißt, für Firmen ist es auch möglich, diese immateriellen Schaden zu fordern. Nach dem Artikel 150 Absatz 2 gewerblichen Rechtsschutz kann der Inhaber noch einen zusätzlichen Schadenersatz verlangen, wenn der Verletzte in Rechte missbraucht oder nicht in einer angemessenen Form benutzt und als Folge davon die Wertschätzung des Rechts einen Schaden erleidet. Die allgemeinen Bestimmungen der Artikel 51 türkische Obligationengesetzbuch über die ungerechtfertigte Bereicherung gelten auch für den Bereicherungsanspruch bei einem schuldlosen Eingriff in das Recht des Markeninhabers. Im türkischen gewerblichen Rechtsschutz ist ein Bereicherungsanspruch nach Verjährungseintritt der anderen Ansprüche nicht möglich, weil für alle Ansprüche nur eine einzige Verjährungsfrist gilt. Sie beträgt ein Jahr ab Entstehung des Anspruchs ohne Rücksicht auf die Entstehung des Anspruchs 10 Jahre ab der Verletzungshandlung. Der Inhaber hat sonstige Ansprüche auch. Einige Beispiele dafür sind so: Anspruch auf Beschlagnahme. Nach dem gewerblichen Schutzrecht kann der in seinem Recht verletzte Inhaber den Anspruch auf Beschlagnahme von solchen Waren, deren Herstellung und Einfuhr wegen Verletzung eines gewerblichen Rechts eine Straftat darstellt und von Hilfsmitteln, die zur Herstellung dieser Waren dienen, wie Geräte, Apparate und Maschinen, vor Gericht geltend machen. Und dann kann der Inhaber Zwangsmaßnahmen zur Beendigung der Fortdauer der Verletzung, insbesondere die Entfernung der Marke von der Waren und den Hilfsmitteln und deren Vernichtung fordern, falls die zur Verhinderung der Verletzung der Marke unvermeidbar ist. Nach dem gewerblichen Rechtsschutz kann der Inhaber auch verlangen, die Zuerkennung des Eigentumsrechts an beschlagnahmten Produkten, Geräten und Maschinen. Nach Artikel 149 gewerblichen Rechtsschutz bei Vorliegen eines berechtigten Grundes oder Interesses wird die endgültige Entscheidung auf Kosten der anderen Partei vollständig oder zusammenfassend in einer Tageszeitung oder auf ähnliche Weise bekannt gegeben oder den betroffenen Parteien mitgeteilt.
Es gibt auch Ansprüche gegen Agenten oder Vertreter. Das schützt allerdings ausländische Investoren am meisten in der Türkei. Gemäß Artikel 10 gewerblichen Rechtsschutz hat der Markeninhaber das Recht der Benutzung der Agentenmarke zu widersprechen, wenn die Marke ohne dessen Genehmigung eingetragen wurde oder er zur Benutzung der Marke keine Ermächtigung erteilt hat und für den Agenten oder Vertreter keine Rechtfertigungsgrund vorliegt. Gemäß Artikel 10 gewerblichen Rechtsschutz hat der Markeninhaber das Recht, die Übertragung der Eintragung bzw. der Marke auf sich zu verlangen, falls die sogenannte Agentenmarke und ohne Zustimmung des Markeninhabers durch den Agenten oder Vertreter eingetragen wurde und keine Rechtfertigungsgrund vorliegt, Anspruch auf Übertragung der Agentenmarke. Einstweilige Verfügung als ein vorläufiger Rechtsschutz wurde neben den allgemeinen Regelungen Zivilprozessordnung in Artikel 159 gewerblichen Rechtsschutz ausführlich für Streitsachen im gewerblichen Rechtsschutz eingesetzt. Der Zweck der einstweiligen Verfügung im gewerblichen Rechtsschutz ist die schnelle, wirksame und effektive Sicherung der Rechte des Inhabers gegen Verletzungen. Die Beschlagnahmung beim Zoll ist eines der wirksamsten Instrumente. Diese Maßnahme ermöglicht die Verhinderung des internationalen Handels mit gefälschten Markenwaren, insbesondere Markenwaren, bevor der Vertrieb dieser Waren auf dem inländischen oder ausländischen Markt beginnt. Nach dem gewerblichen Rechtsschutz verletzende Produkte, die unter Verletzung von gewerblichen Schutzrechten hergestellt oder importiert werden, die Mittel, die ausschließlich zu ihrer Herstellung verwendet werden oder die Mittel, die zur Durchführung des patentierten Verfahrens verwendet werden, in einer Weise die Herstellung anderer Produkte als der verletzenden Produkte nicht verhindert, die Grenzen der Türkei oder einschließlich Bereiche wie Zoll und Freihandel Häfen oder Zonen beschlagnahmt und gelagert, wo immer sie gefunden werden. Es gibt auch strafrechtliche Sanktionen. Im türkischen Recht sind Strafbestimmungen im gewerblichen Recht nur für Marken vorgesehen. Artikel 30 gewerblichen Rechtsschutz zählt strafbare Verletzungshandlungen und deren Sanktionen auf. Das in Verkehr bringen eines identischen oder ähnlichen Zeichens wie die geschützten Marke wird mit einer Freiheitsstrafe von 1 bis zu 3 Jahren und mit einer Geldstrafe von 20.000 Tage bestraft. Es wird natürlich besonders gerechnet mit den, bei den Strafrechtlern. Das Wegschaffen eines Zeichens mit der geschützten Marke von einer Ware oder Verpackung mit einer Freiheitsstrafe von 1 bis zu 3 Jahren und mit einer Geldstrafe von 5.000 Tage bestraft. Das Abschließen der Rechtsgeschäfte der geschützten Marke ohne rechtfertigenden Grund wird mit einer Freiheitsstrafe von 2 bis zu 3 Jahren und mit einer Geldstrafe von 5.000 Tage bestraft. Okay. Okay, widerrechtliches Handeln im geschäftlichen Verkehr ist die Strafbarkeitsvoraussetzung. Für juristische Personen gelten besondere Maßnahmen. Strafbar sind nur vorsätzliche Marken bzw. Kennzeichenverletzungen. Täter ist derjenige, der eine in den jeweiligen Gesetzen aufgezählte und eben erklärte strafbare Verletzungshandlung selbst oder durch einen anderen begeht. Strafrechtliche Sanktionen sind ja in strengere Voraussetzungen untergestellt. Die Strafbarkeit der Markenverletzung setzt einen Strafantrag voraus. Ohne Antrag
können die Behörden nicht selbst handeln. Wegen des Gesetzlichkeitsprinzips des Strafrechts wird der Versuch einer Markenverletzung nicht bestraft. Die Marke muss in der Türkei eingetragen sein. Wenn die Person die Waren zum Verkauf anbietet oder verkauft, die durch Nachahmung der Marke eines anderen hergestellt wurden, mitteilt, vorher sie diese Waren bezogen hat und so sie herstellt, dass sie die Hersteller entdeckt und die hergestellten Waren beschlagnahmt werden, wird sie nicht bestraft. Okay, vielen Dank, dass Sie mich irgendwie so gehört haben. Ich möchte schon vielleicht ein allgemeines Bild erzählen. Ich hoffe, dass ich die ganz allgemein über gewerbliche Rechte ein Bild geschaffen so haben. Und dann, ich habe schon versucht, einiges zu erzählen, wie Sie Ihre Rechte irgendwie in der Türkei schützen können. Allerdings, unsere Gesetze sind ganz zu den europäischen Gesetzen harmonisiert. Ganz und voll, aber natürlich in den Anwendungen gibt es einige Unterschiede. Ich möchte gerne Ihre Fragen beantworten, wenn Sie schon Fragen haben. Also ich habe schon ganz allgemein über die gewerblichen Schutzrechte und dann, wie Sie diese Rechte schützen können, so erzählen versucht. Und dann, wenn Sie noch Fragen haben. Allerdings, wir können schon Webinare organisieren für alle Schutzrechte im Allgemeinen, über Marken, über Patent. Die sind ganz umfangreich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns bei Ihnen, Frau Professor. Und ich kann gerne, also wir haben schon einige Fragen. Ich werde sie gerne laut vorlesen und dann können Sie sie beantworten. Ja. So. Wie wirken sich markenrechtliche Verstöße bei der Einfuhr in das Zollgebiet der Türkei aus? Und gibt es im Zusammenhang mit dem Beschluss Nummer 1/2006 bilaterale Abstimmungen und Abkommen mit der Union? Und zusammenhängend ist, glaube ich, auch die nächste Frage von Herrn Hannel. Wir stellen bei der Einfuhr in die Union ja immer Markenrechtsverletzungen dar, die hier zu Beschlagnahmen etc. führen. Dürfte der türkische Exporteur markenrechtlich geschützte Erzeugnisse gar nicht vertreiben, geschweige exportieren? Können Sie noch mal vorlesen? Allerdings, wie ich gesagt habe, also beim Zoll können die markenverletzende Waren beschlagnahmt werden, also nach dem gewerblichen Rechtsschutz. Aber wenn Sie irgendwie, also zum Beispiel, also mit einem Beispiel möchte ich erzählen, wenn Sie schon von Russland, also Markenrecht verletzende Waren herbeiführen durch die Türkei, also zum Beispiel nach Italien, es kann nicht beschlagnahmt werden nach dem neuen Gesetz. Also Türkei, also nach dem türkischen Gesetz oder nach den türkischen Regelungen können Sie sich nicht damit einmischen, ehrlich gesagt. Aber wenn Sie in der Türkei vertreiben können, also wenn Sie in der Türkei diese markenrechtsverletzende Waren verkaufen, verteilen oder irgendwie in Verkehr bringen wollen, dann sind Sie beschlagnahmt werden. Dann können Sie beschlagnahmt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon die Frage beantwortet habe, weil die Frage ziemlich lang war. Wahrscheinlich haben Sie eine schlechte Erfahrung. Herr Hannel, wenn Sie da sind, Sie können das gerne kommentieren. Schauen. Sie sagen Transit. Transit Wareneinfuhr. Nach unserem Gesetz kann man nicht beschlagnahmt werden. Okay. Der Herr Hannel schreibt, dass er es soweit verstanden hat. Also seine Frage ist, glaube ich, beantwortet worden. Wir haben noch eine Frage.
Zunächst einmal herzlichen Dank für diesen informativen Vortrag. Ich möchte Ihnen drei Fragen stellen. Sind in der Europäischen Union türkische geografische Angaben eingetragen? Wenn ja, welche? Danach lese ich die. Ach so, ja, inzwischen gibt es eine große Aktion vom türkischen Patentinstitut. Wir haben ziemlich viele geografische Herkunftsangaben in der Europäischen Union eingetragen haben. Etwa 20 geografische Angaben wurden registriert. Einige Olivensorten, Käsesorten, Baklava, Baklava ist ja sehr bekannt, insbesondere in Österreich, in Deutschland, Aprikosen, türkische Pastrami, Kastaniensorten, die sind alle 20 Sorten eingetragen worden. Die zweite Frage ist, Sie sagten, dass es Strafbestimmungen für Marken gibt. Gibt es nicht auch Strafbestimmungen für andere gewerbliche Schutzrechte? Nicht. Es ist so, allerdings gemäß dem Grundsatz der wirtschaftlichen Bestrafung von Wirtschaftsverbrechen gibt es in anderen gewerblichen Schutzrechten keine Strafbestimmungen. Da die Marke das am häufigsten verletzte gewerbliche Schutzrecht ist, wird sie mit einer gewissen Strafe belegt. Nur für die Marke gibt es Strafbestimmungen, also für Patent oder für Design gibt es keine Strafbestimmungen. Ich glaube, zusammenhängend ist auch die dritte Frage: Schützen wir nicht eingetragene Designs? Doch, ich habe das erzählt in Slides allerdings. Es ist innerhalb von 3 Jahren nach der Anwendung geschützt, nach der Anwendung in der Türkei. Nach 3 Jahren ist es jedoch nun durch Bestimmungen gegen unlauteren Wettbewerbsrecht gemäß dem Handelsgesetzbuch geschützt. Ja, nicht eingetragene. Aber ich möchte auch bei der Gelegenheit dem österreichischen Unternehmer etwas hinweisen. Österreich ist ein kleines Land und dann ganz mit dem EU-Recht verbunden. Und deswegen legen Sie nicht darauf viel Wert. Also in den anderen Webinars oder Vorträgen habe ich das immer auch darauf hingewiesen, aber ich möchte nochmal sagen, Sie legen nicht so darauf großen Wert, dass Sie Ihre Rechte so registrieren, also im Inland, auch im Ausland. Sie denken wahrscheinlich, also wir sind sowieso geschützt, also das ist ein kleines Land, also im Handel kennen alle einander. Aber wenn Sie schon in der Türkei etwas investieren wollen, müssen Sie unbedingt registrieren, sowohl in Österreich als auch in der Türkei. Das ist sehr wichtig. Noch eine Frage. Mir ist nur nicht klar, wie das mit Unionswaren ist. Russland-Verstöße werden nicht sanktioniert, aber wenn es Markenrechtsverletzungen gegen die Unionswaren gibt, werden diese sanktioniert? Ja, es ist nach dem Vorschrift ist es so, die Transite, Einfuhr werden nicht beschlagnahmt, wenn sie ja, die Vorschrift setzt voraus, dass die markenverletzende Waren unbedingt in der Türkei in Verkehr gebracht werden. Solange die Waren nicht in der Türkei in Verkehr gebracht werden, dann müssen sie nicht sanktionisiert. Sie können also frei, es wird schon diskutiert, also wie Sie das, diese Frage gestellt haben. Es wird schon diskutiert, aber wahrscheinlich denken die Gesetzgeber, haben gedacht, das ist nicht unsere Sache. Es muss in Russland verfolgt werden oder in Italien verfolgt werden. Es gibt dort auch Gesetze, die geschützt werden, wenn sie nur also durchgehen durch die Türkei. Wenn sie, solange sie in der Türkei nicht in Verkehr gebracht werden, also wir müssen darin nicht einmischen. Wahrscheinlich war die Idee so, aber natürlich ist es nicht kompatibel mit dem EU-Recht und deswegen schreiben wir schon Aufsätze darüber, diskutieren wir.
oder Gutachten habe ich auch einmal geschrieben darüber. Aber so ist die Lage jetzt. Herr Hanel schreibt dazu noch, der Unterschied zu Russland, wir haben eine Zollunion, sagt er. Ja, aber die Zollunion-Abkommen muss eine Sanktion haben oder ausüben. Ja, das Gesetz besteht seit 8 Jahren. Und dann, wenn Sie keine Sanktion ausgeübt haben bislang, also die Lage können wir nicht ändern. Wir können nur wissenschaftlich schreiben, kommentieren, dass das nicht so sein darf, aber mehr nicht. Dankeschön. Gerade haben wir keine Fragen mehr. So, falls Ihnen noch was auf dem Herzen liegt, falls Sie noch Fragen haben, können Sie diese noch stellen. Okay, entweder habe ich alles sehr klar erzählt oder gar nicht klar erzählt, damit Sie keine Fragen stellen. Das war schon gut. Aber ja, wahrscheinlich haben Sie es sehr gut erklärt, sodass es keine weiteren Fragen gibt. Aber wir hatten ja schon Fragen. Ein Überblick also möchte ich schaffen. Wie gesagt, also in Einzelnen großes Thema. Also. Ja, also hier muss ich auch unsere Mitglieder darauf hinweisen, falls Sie, wie gesagt, wie der Forschung erzählt, sind wir auch bei allen rechtlichen Anliegen da. Aber es ist natürlich auch so, dass ich dann teilweise auch tatsächlich unsere Rechtsexpertin, Frau Professorin, also OOS, auch kontaktiere bei allen ihren Fragen, sei es auch, also wenn es auch um Patentrecht geht, etc. Und sie steht uns steht zur Seite und antwortet direkt auf alle unsere Fragen, beziehungsweise auf ihre Fragen dann quasi indirekt. Ja, gerne. Ja, also wenn Sie im Nachhinein noch Fragen haben sollten zu diesem Thema, können Sie gerne jederzeit stellen, per E-Mail, per Anruf. Ja, ansonsten möchte ich mich herzlich bedanken bei Frau Professor Dr. Alsoos. Vielen Dank für all diese Informationen, für all diese nützlichen Informationen vor allem. Und ich möchte mich auch bei allen Teilnehmern bedanken. Ja, und freue mich und hoffe, dass wir auch in Zukunft solche Webinare weiterführen können in unserer Rechtswebinarserie. Vielen Dank. Also vielen Dank für Ihre Bemühungen und vielen Dank für die Organisation, dass Sie uns zusammengebracht haben. Hoffentlich wir sehen uns auch in Person in Kürze. Danke. Bedanke mich. Ich bedanke mich und wünsche allen noch einen schönen Tag. Man hört sich. Ja. Bye. Tschüss. Ja. Schönen Tag noch.